Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin tätig als Lehrer, Autor und Forscher der vedischen Astrologie. In diesem circa 15 bis 20-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats Dezember 2023 für den Aszendenten Zwillinge anhand des vedischen Monatshoroskops basierend auf dem tropischen Tierkreis. Zwei kurze Hinweise, ehe wir gleich loslegen. Erstens, Deutung wie immer anhand Ihres Aszendenten Zwillinge, nicht anhand des Sonnen- oder Sternzeichens Zwillinge. Das bedeutet, Sie müssen Ihren Aszendenten kennen. Sollten Sie diesen nicht kennen, finden Sie unterhalb in der Videobeschreibung einen Link, wie Sie gratis Ihr vedisches Horoskop erstellen können. Und das Symbol im ersten Haus zeigt Ihren Aszendenten an. Außerdem ist klar, ich kenne ja die anderen Planeten in Ihrem Geburtshoroskop nicht, die natürlich auch wichtig wären. Trotzdem kann man schon allein anhand des Aszendenten und der Position der aktuellen Planetenstände am Himmel interessante Trends für den kommenden Monat aufzeigen. Für exaktere Prognosen und Deutungen wäre aber ein persönliches Horoskop zu empfehlen. So etwas, das ist jetzt der zweite Punkt, erstellt meine Ehefrau Brunhilde, die auch als vedische Astrologin tätig ist. Sie hat auch etwas ganz Besonderes zu bieten. Aktuell die so beliebte Aktion Meine Sterne 2024 ist angelaufen. Das bedeutet, Sie können von ihr eine persönliche Ausarbeitung erhalten für das kommende Jahr, basierend auf Ihrem individuellen vedischen Horoskop. Auch dazu finden Sie unterhalb in der Videobeschreibung einen Link. Bitte beachten Sie, dass allerdings nur eine begrenzte Stückzahl angeboten werden. Gut, außerdem finden Sie noch weitere interessante Links in der Videobeschreibung zu meiner Tätigkeit. Gut, dann können wir schon loslegen. Wir lassen hier jetzt gleich mal den Chart einfliegen. Dann Stand der Planeten am 1.12.2023. Vorweg, was sind so die großen Besonderheiten für den Monat Dezember? Ich denke, in der Hauptsache eine große Besonderheit ist, dass die beiden feurigen Planeten Mars und Sonne eine Konjunktion haben im feurigen Zeichen Schütze. Damit haben wir eine enorme Ballung von feuriger Energie, über die ich auch gleich näher sprechen werde in Bezug zu Ihrem Aszendenten. Außerdem denke ich, ist es wichtig zu wissen, dass Merkur rückläufig ist vom 14. Dezember bis 2. Januar. Das bedeutet, merkurische Vorhaben, also eine wichtige Reise starten oder ein Geschäft zu gründen, sollte man nicht unbedingt den Beginn einer solchen Aktion, wenn es ein großes, wichtiges Vorhaben ist, in diese Zeit legen, denn das könnte zu reduzierten Erfolgsperspektiven führen. Man möchte ja bei einer Reise vorwärts kommen und nicht rückwärts sozusagen, also dass man Verzögerungen erfahren muss, weil hier eine rückwärts gerichtete Energie vorhanden ist. Deswegen also besser außerhalb dieser Zeit, wenn möglich. Ansonsten kann man durch ein persönliches Muhurta-Horoskop trotzdem auch in dieser Periode günstige Momente finden, weil andere Faktoren das ausgleichen. Sowas macht auch meine Ehefrau. Gut, dann steigen wir schon ein. Ich beginne mit den äußeren Planeten. Die drei Faktoren oder mit den langsam laufenden Planeten, das sind Saturn, Jupiter, die großen Lehrer der Menschheit, und die karmische Achse Rahu Ketu. Diese Faktoren halten sich zwischen einem Jahr und 2,5 Jahre im gleichen Zeichen, sprich im gleichen Haus auf, und dadurch beeinflussen die am meisten ihr Schicksal, was die langfristige Ausrichtung angeht. Das heißt, die gestalten die längerfristigen Faktoren, auf welchem Schicksalsweg sie gehen werden. Deswegen werde ich dazu zunächst nochmal ein paar Sätze sagen, ehe wir dann die schneller laufenden Planeten ansehen. Nun, Saturn ist ja aktuell, wie auch schon seit März,
im Zeichen Fische, wo er noch bis Frühjahr 2026 sein wird. Das ist ihr 10. Haus. Saturn fördert im 10. Haus, dass sie jetzt eine längerfristige Karriere entwickeln können. Das bedeutet, er fördert, dass sie, was Verantwortung angeht und Pflichtgefühl, ja, dass sie das mehr stabilisieren können. Er will eine längerfristige Karriere haben mit Bestand. Dazu sucht aber trotzdem Saturn auch nach Fehlern, die aktuell vielleicht noch auf ihrem Karrierepfad vorhanden sind. Das bedeutet, wenn beispielsweise Dinge noch enthalten sind, die nicht authentisch sind, die nicht zu ihrer Persönlichkeit passen, die worin sie nicht authentisch sind, ja, oder das damit ist gemeint, wo man ja zu etwas sagt, obwohl man nein sagen möchte, ja. Das ist also die Aufgabe Saturns. Er will Fehler finden und da er im Haus der Karriere steht, ist klar, wo er das tut. Außerdem bedeutet das, dass die saturnischen Qualitäten wie Ausdauer, Geduld, Demut, Gleichmut, also sprich immer in der Ruhe bleiben zu können, egal was im Außen passiert, nicht in den Ärger zu kippen und so weiter, dass sie diese Qualitäten aktuell insbesondere in der Karriere entwickeln sollen. Auch die Fähigkeit, Dinge annehmen zu müssen, die man nicht ändern kann, ist eine Aufgabe, die sie insbesondere mit ihrem Karrierepfad jetzt entwickeln können. Die Entwicklung von Saturnqualitäten ist natürlich ganz, ganz bedeutungsvoll, um auch in der Persönlichkeitsentwicklung weiter nach vorne kommen zu können. Aber auch vielleicht das Loslassen, ja, weil bestimmte Dinge, da muss man sich halt von Vorstellungen verabschieden, ist eine saturnische Aufgabe, die jetzt insbesondere in Verbindung mit der Karriere durch sie zu entwickeln wäre. Wir kommen dann zum nächsten Faktor der karmischen Achse, die ja 1,5 Jahre in den gleichen Zeichen ist. Das ist Rahu und Ketu. Rahu ist im Widder im 11. Haus und dementsprechend Ketu im 5. Haus in der Waage. Das bedeutet, Rahu fördert jetzt, dass sie mehr aufmerksam auf sich machen sollen. Er möchte, dass sie jetzt sich mit den richtigen Leuten zusammentun, dass sie hier Gruppenprozesse in Gang setzen, die aber auch eben geeignet sind, dass sie darin ihre entsprechende Individualität ausdrücken können sollen. Er fördert, dass sie mehr Menschen anziehen, dass sie sich stärker vernetzen können, um dadurch die richtigen oder die Menschen mit den ähnlichen Gesinnungen mehr zusammenbringen zu können. Indem sie diese Aufgaben wahrnehmen, ja, Gruppen zusammenzubringen, mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung anziehen zu können, was sogar zu mehr Einkommen vielleicht und auch zu mehr Titel führen können oder auch zu mehr, ja, dass man auch mehr wahrgenommen wird. Dies dient eben auch dazu, dass sie etwas für ihre Unabhängigkeit tun, für ihr Streben nach Freiheit tun, also ihren Widder entsprechend nach vorne bringen. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass sie sich vom kollektiven Trend, ja, den die Masse geht, dementsprechend noch mehr absetzen sollen und auch vielleicht die ein oder anderen Bedürfnisse, ja, die sie so selber gerne gehabt hätten, etwas zurückstellen für höhere Ideale, was ja wiederum durch das 11. Haus, wo sich Rahu drin befindet, ausgedrückt wird. Wir haben dann als nächstes noch den Jupiter. Der ist ja seit Mai im Zeichen Stier, dementsprechend ihrem 12. Haus, worin er noch bis Mai 2024 sein wird. Nun, Jupiter bringt Licht und Zuwachs.
Das bedeutet, er bringt ein höheres Verständnis. Wo bringt er denn ein höheres Verständnis? Im 12. Haus. Wofür steht das 12. Haus? Das 12. Haus steht für die Qualität des Loslassens. Da geben wir was ab. Da wird was reduziert. Da wird was getrennt. Ja? Das bedeutet, Jupiter hilft Ihnen, ein höheres Verständnis zu entwickeln, wo Geschehnisse sind, die beispielsweise auf Spaltung hinweisen, dass Sie das leichter erkennen können, wo gespaltet wird. Oder Sie können ein höheres Verständnis entwickeln, wenn Dinge aus Ihrem Leben genommen werden. Jupiter in Haus 12 bedeutet aber auch, dass Sie mehr Glück und Sinn darin finden, wenn Sie sich dem Endziel der menschlichen Entwicklung zuwenden. Ja, das 12. Haus ist ja das letzte Haus der 12 Häuser. Das ist sozusagen das Resultat, das Ergebnis, wo wir am Ende des Lebens stehen oder stehen sollten. Ja, wo sollte man denn da stehen mit dem 12. Haus? Das 12. Haus steht für die Hinwendung zum Göttlichen, zum Transzendenten, zum Streben nach der höchsten Wahrheit, der Begegnung, ja, im eigenen Inneren mit der Allmacht, zum Beispiel durch Kontemplation und Meditation, solche Dinge. Und deswegen finden Sie besonders Glück im Raum, finden Sie eher Glück auch durch Rückzug und Stille. Das muss jetzt nicht dem Rahu in Haus 11 widersprechen, das kann nebeneinander geschehen, dass Sie zum einen auch auftanken durch Rückzug und innere Einkehr, aber dann auch wieder nach draußen gehen mit Ihren, Streben, Menschen zusammenzubringen oder dabei zu helfen. Es kann aber auch sein, dass ein bisschen Abstand entsteht in der Partnerschaft, dass das generell auch ein bisschen Thema ist, dass man hier irgendwie merkt, dass bestimmte Dinge nicht so zusammenlaufen. Und das ist jetzt an und für sich gleich eine gute Überleitung zu den nächsten Planeten. Und zwar komme ich jetzt zu den langsamer laufenden, schneller laufenden Planeten. Hierzu beginne ich jetzt mit Mars, der nämlich im Haus der Partnerschaft steht, im 7. Haus, ja, im Schützen. Und ja auch zu nahe an der Sonne ist, ja, deswegen wird der Mars hier unruhig und somit haben wir zu viel feurige Energie im 7. Haus, weil da ist ja diese Sonne eben auch noch drin. Und das bedeutet, ja, und dadurch haben wir eben schon Energie von Konflikten, Streit, Frustration, ja, die Dinge gehen nicht so wie gewollt in der Beziehung. Man merkt irgendwie Hindernisse oder Blockaden und so sollten Sie auch besonders aufpassen, dass Sie eben in einer nicht verletzenden Art und Weise in der Partnerschaft kommunizieren oder in eventuelle Streitthemen nicht zusätzlich Feuer hineinkippen, weil da ist halt jetzt leichter Eskalation möglich im Partnerschaftsbereich. Und ja, hier ist also gewisse Vorsicht angebracht. Aber das 7. Haus steht ja nicht nur für die Partnerschaft. Es steht auch generell im Umgang mit ihren Mitmenschen. Ja, das bedeutet im Austausch, in der Begegnung mit dem anderen, egal wo der eben mit seinen Meinungen steht, ist es wichtig, hier in eine gewisse Toleranz zu kommen. Man muss jetzt nicht recht haben, weil das ist ja das, was eben höhere dunkle Mächte wollen, dass wir uns spalten lassen. Und das wird hier jetzt aufgezeigt, dass eben das Risiko da wäre. Wie verhalten Sie sich? Ja, wenn hitzige Energien oder hitzige Debatten entstehen, können Sie dann trotzdem in Frieden ein Pol der Ruhe, der Toleranz und so weiter bleiben und müssen sich jetzt nicht unbedingt behaupten. Ja, das heißt, behaupten heißt nicht, dass man sich alles gefallen lässt, aber man muss ja nicht recht haben. Ja? Jeder hat sein Recht auf seine Meinung. Entscheidend ist ja nur, dass man anderen diese nicht aufdrängt, geschweige denn überhaupt etwas
sagt, ja, wenn der andere vielleicht gar keinen Rat haben möchte. Nun sehen Sie also das Themen des siebten Hauses, ja, zumal auch die Sonne darin ist. Die Sonne ist ja bis 23. Dezember auch im Schützen. So haben wir eben da diese feurigen Energien. Die Sonne in Haus 7 bedeutet, dass Sie auch etwas mehr Opfer erbringen müssen, damit der Austausch mit den Mitmenschen oder eine Beziehung funktionieren kann. Sie bringt aber auch reinigende Energien ins siebte Haus, ja. Sie bringt auch mehr Licht in das siebte Haus, sodass Sie auch einiges lernen können, wie eben Austausch mit den Mitmenschen oder einem Partner oder dem Gegenüber, wie das besser funktionieren kann. Durch den Wechsel der Sonne am 23. Dezember in das Zeichen Steinbock dann werden ja auch schon die Tage wieder länger. Da geht ja dann die Sonne auch schon wieder in den aufsteigenden Zyklus. So, jetzt gehen wir weiter, dann kommen wir zu Merkur. Der ist ja am 1. Dezember auch noch im Schützen, geht aber dann gleich am 2. raus. Sie sehen, er geht dann rüber in den Steinbock. Dort wird er bis 24.12. sein und er kehrt dann allerdings auch nochmal an Heiligabend zurück in den Schützen, weil er rückläufig ist. Das bedeutet, Merkur, ja, fördert ja forschende Tendenzen. Er möchte lernen, er möchte wissen. Und jetzt ist interessant, jetzt steht er da im 8. Haus. Wie kann man denn diese Energie gut nutzen? Nun, das 8. Haus steht für unsere Schwachstellen, ja. Dort, wo wir noch nicht vollkommen sind, dort, wo wir ja nicht richtig funktionieren. Und wenn jetzt da Merkur darin steht, ja, dann haben Sie hier Möglichkeiten, jetzt stärker verstehen und lernen zu können, worin Ihre Schwächen bestehen, ja, was Sie tun können, um Ihre Schwächen überwinden zu können. Und wir alle haben unsere Schwächen. Wir sind ja alle ein bisschen Bluna, sag ich jetzt mal. Keiner hier ist ohne Schwächen, weil das ist ja das, weswegen wir hier sind, diese zu erkennen und an uns zu arbeiten. Und mit Merkur in Haus 8 haben Sie also hier, Merkur natürlich ist jetzt nicht gut gestellt selber mit seinen Bedeutungen, dass man sagt, es ist gut für Reisen oder es ist gut für eine Geschäftsgründung oder andere merkurische Vorhaben, weil das achte Haus als Haus der Schwächen steht auch für Blockaden, Krisen und diese Dinge. Und es kommt noch eine weitere Bedeutung hinzu, dass ja Merkur der Herrscher Ihres Aszendenten ist. Das bedeutet, der stellt Sie in Aktion dar. Folglich ist es noch viel mehr betont, dass Sie diese schwierige Energie des achten Hauses dadurch eher positiv erfahren können, wenn Sie freiwillig sich mit Ihren Schwächen beschäftigen, freiwillig etwas mehr sich im Bereich Psychologie, Esoterik, Schattenbearbeitung und diese Themen hinzuwenden, weil das wären die guten Bedeutungen des achten Hauses. Ansonsten ist es leichter möglich, dass man eben die schwierigeren Themen des achten Hauses erfährt, wie meinetwegen Blockaden, Hindernisse, ja, Verletzungen, ja, und dadurch kriegt man wieder einen blauen Fleck, einen Schubser. Aber warum passieren denn die Dinge? Ja, damit wir ins Nachdenken kommen. Ja, und mein Vorschlag war eben, freiwillig nachzudenken, dass es dieser Schubser nicht bedarf, sozusagen. Dann kommen wir als nächstes zur Venus. Die ist ja in der Waage bis 4. Dezember, geht dann in den Skorpion bis zum 29. Nun, Venus ist also in den ersten 3 Tagen noch mit Ketu, wodurch ja auch eine, nochmal das thematisiert ist, dass hier ein Hindernis ist in der Beziehung, aber die Venus geht dann raus ins sechste Haus am 4., aber auch das sechste Haus steht für Hindernisse. Sie sehen, das Thema Beziehung bleibt ein bisschen ein schwierigeres Thema. Und gut ist aber Venus im sechsten Haus für Heilung. Hier kommt sozusagen Erholung und Trost zu in Verbindung mit Gesundheitsthemen. Also kann das einer Regeneration dienlich sein, ja, dass es ihnen besser geht. Vielleicht machen sie eine Kur oder lassen sich ein bisschen mehr massieren,
Dinge, die eben ihrer Gesundheit dienlich sind. Der nächste Punkt ist dann der Neumond. Der ist ja am 13. Dezember im Schützen. Sie sehen dadurch auch nochmals betont die Themen des siebten Hauses, Partnerschaft, Austausch mit anderen, ja, Begegnung. Übrigens, das siebte Haus steht auch für Leben im Ausland. Vielleicht wird Sie das mehr beschäftigen, ja, kann eben auch dadurch ein Thema für Sie werden, was diesen Monat wichtiger ist. Oder auch eine Selbstständigkeit. Das sind weitere Bedeutungen des siebten Hauses, genauso wie weite Reisen. Ja? Weil all die Dinge helfen ja uns, das siebte Haus, ob Selbstständigkeit, weite Reisen oder Selbstständigkeit oder Austausch mit anderen, um unseren Horizont zu erweitern. Dann haben wir als nächstes den Wechsel der Sonne eben am 23. auch in Haus 8. Da werden wir dann eher schon nächsten Monat drüber reden, ja, weil das ist ja dann, wenn die Sonne im Steinbock ist, ist sie ja dann bis in den späten Januar hinein. Also wäre ein Thema für unsere nächsten Prognosen dann eher Ende Dezember. Ich möchte aber trotzdem auch noch darauf hinweisen, dass ja der Merkur dann zurückgeht und wir haben noch den Vollmond im zweiten Haus bei Ihnen am 27. im Krebs. Das ist natürlich eine Glücks, sagen wir mal, Konstellation. Das zweite Haus steht für Wohlergehen in materieller Hinsicht. Dann geht jetzt da der volle Mond hinein, der ja für Zuwachs fördert. Das bedeutet, da könnte etwas an Belohnung oder positiver Rückwirkung kommen, weil Sie sich in der Vergangenheit um etwas gut gekümmert haben. Kann jetzt auch am 26. oder am 28. Dezember sein. Und so sollten Sie Ihre Antenne mal offen haben, was so in der Zeit zwischen 26. und 28. für positiver Impuls in Ihr Leben tritt. Okay, das wäre es gewesen für Sie, Aszendent Zwilling, der Monat Dezember. Ich möchte nochmal darauf hinweisen auf die Aktion Meine Sterne 2024 von meiner Ehefrau Brunhilde. Und wünsche Ihnen natürlich, also Link und unterhalb des Videos. Und ich wünsche Ihnen trotz der zunehmenden Unruhen auch im äußeren Bereich, dass Sie Ihren inneren Frieden weiterentwickeln können und eine schöne Vorweihnachtszeit haben. Also dann, bis zum nächsten Mal.